Es heißt wieder Schlittschuhe schnüren für die Spieler des EV Füssen. Seit vergangenen Montag trainieren sie für die kommende Oberligasaison. Ihren Anhängern präsentierte sich die Mannschaft dann am Samstag beim Füssener Stadtfest mit neu gestalteten Trikots. Wieder dabei ein alter Bekannter. Nach 3 Jahren Abstinenz ist er zurück in Füssen. Publikumsliebling Ruslan Bestschasny. Möglichst viele Tore will der 32-jährige Ukrainer in der kommenden Saison für den EV Füssen erzielen. Doch die Leoparden setzen auch in dieser Saison nicht nur auf Routiniers, vielmehr baut der Verein wieder auf die Jugend. Wir haben gesagt, wir setzen auf die Jugend. Wir sind auch eine Art Ausbildungsverein, mehr oder weniger. Wir schauen natürlich schon, dass die erste Mannschaft immer so erfolgreich spielt wie möglich. Das wird unser Ziel sein, soll unser gemeinsames Ziel sein, so gut abschneiden wie irgendwie möglich. Mein persönliches Ziel als Trainer ist immer, jeden einzelnen Spieler weiterzubringen in dieser Saison. Einer der jungen Wilden hat seinen Vertrag jetzt doch in Füssen verlängert. Stürmer Benjamin Kronawitter trägt auch in der kommenden Saison das Leopardentrikot. Ich habe andere Optionen halt gehabt und jetzt aus privaten Gründen dann doch mich schlussendlich wieder für den EV Füssen entschieden, weil Jürg Tietke, unser Vorstand, eben mir auch ein gutes Angebot wieder unterbreitet hat. Und da ich mir dachte, da bleibe ich im alten Gefilde und dann schauen wir mal nochmal auf eine neue Saison. Insgesamt 9 Spieler werden in der kommenden Spielzeit sowohl in der Oberliga als auch in der deutschen Nachwuchsliga aktiv sein. Die Doppelbelastung macht den Jungs aber wohl nichts aus. Insgesamt ist das Team bereits gut in Form und die Stimmung passt auch. Also das kann man schon sagen, das Gefühl hat man schon als Trainer, ob die Chemie passt. Und nach den paar Tagen muss ich sagen, hundertprozentig. Die jungen Spieler sind wie letztes Jahr auch sehr ehrgeizig, sehr fleißig. Und dann haben wir einfach, ich sage, ein paar gute, sehr gute, von der Einstellung her sehr gute ältere Spieler, Vorbilder, die jungen Spieler mitziehen. Und du merkst genau, das passt wieder. Einer davon, Kapitän Erik Nadeau. Der 35-Jährige ist von der Qualität des Teams überzeugt, auch wenn sich der Kader vielleicht noch vergrößert. Vom Mannschaft her schaut gut aus, fehlt vielleicht ein Verteidiger, wenn die finanzielle Sache geht, dann müssen wir schauen dann. Noch ist ja genügend Zeit bis zum ersten Pflichtspiel. In der Vorbereitung trafen die Leoparden nach der Präsentation auf den Rivalen aus Garmisch, den SC Riesersee. Der amtierende Oberligameister spielt in der kommenden Saison in Liga 2. Das ist immer schön, gegen eine höhere Liga zum Spiel. Für dich selber, dann, du musst vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, du möchtest auch was zeigen. Und Garmisch-Füssen war immer so Derby, so, ne, wir sind schon heiß drauf. Zwar heiß drauf, aber allzu große Bedeutung wollte Trainer Georg Holzmann der Partie nicht beimessen. Es geht noch nicht um Punkte, so wie das Spiel heute, das Freundschaftsspiel gegen Garmisch. Das ist wichtig, das ist Spielpraxis, man will auch so gut aussehen wie irgendwie möglich. Nur wir haben natürlich auf der anderen Seite sehr harte Trainingswoche hinter uns. Ich nehme an, die Garmisch auch. Kann schon sein, dass der eine oder andere Spieler etwas müde Beine hat. Trotzdem entwickelte sich ein recht flottes Spiel, in dem der SC Riesersee seiner Favoritenrolle gerecht wurde. 5:2 hieß es am Ende für die Gäste. Doch das ist kein Beinbruch, denn um Punkte geht es schließlich erst ab Mitte September. Genug Zeit also, um dann in der Oberliga wieder eine gute Figur abzugeben.